Hallo, liebe Mila, wie schön, dass du es bist, die die Fackel des Kinderlebenslaufes auch auf den letzten Metern trägt. Ich erinnere mich noch gut an den Startschuss im Juni in Berlin, wo du diejenige warst, die auch den Startschuss gegeben hat und die Fackel getragen hast. Ich war froh und glücklich, dabei sein zu können und deine Lebensfreude und dein Lachen erleben zu können. Du hast mich unglaublich beeindruckt. Ich hoffe, dass du den Abschluss des Kinderlebenslaufes zusammen mit deiner Familie genauso fröhlich feiern kannst wie den Start in Berlin. Liebe Frau Kraft, liebe Gäste des Bundesverbandes Kinderhospiz, für mich ist es heute sehr schade, dass ich nicht bei Ihnen sein kann, wenn der Kinderlebenslauf nach so vielen Kilometern zu seinem Ende kommt. Ich verpasse bestimmt eine ziemlich schöne Feier. Diese Kampagne für die Kinderhospizarbeit liegt mir ganz besonders am Herzen. Ich habe in den vergangenen Wochen mit großer Freude verfolgt, wie viele Menschen in ganz Deutschland auf unterschiedlichste Weise an dieser großen Pilgerreise teilgenommen haben. Ganz besonders wichtig finde ich, dass der Kinderlebenslauf auch international ein Zeichen für die Palliativversorgung für Kinder setzt. Es sollte uns bewusst sein, dass wir in dieser Hinsicht hier in einem viel besseren Umfeld leben. Und deshalb müssen und können wir uns auch für die Kinder international einsetzen, die an dieser guten Palliativversorgung keinen Anteil haben können. Ich bin davon überzeugt, dass durch den Kinderlebenslauf es bei uns in Deutschland gelungen ist, auf die Kinderhospizarbeit nicht nur aufmerksam zu machen, sondern zu zeigen, dass es nicht nur aus traurigen Momenten besteht, dieses Leben, sondern ganz im Gegenteil. Gerade der heutige Welthospiztag ist ein wunderbarer Anlass, sich bewusst zu machen, dass im Leben jeder schöne Moment zählt. Wir alle sollten das Leben jeden Tag feiern und es sollte euch und bei Ihnen heute ganz besonders gut im Europapark gelingen. Da bin ich mir ganz sicher. Liebe Mauritia Mack, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie dies ermöglichen. Ich möchte mich beim Bundesverband Kinderhospiz ganz herzlich bedanken und auch meine allergrößte Anerkennung aussprechen. Sie leisten ganz Großartiges für Familien und für die Kinder natürlich, die sehr schwer krank sind. Und ich wünsche Ihnen für diese Arbeit weiterhin so gute Ideen wie den heutigen Kinderlebenslauf. Ich grüße euch und Sie alle ganz herzlich aus Berlin und wünsche allen einen wunderschönen Tag und eine großartige Feier. Und liebe Mila, wenn das Lied locker wieder gespielt wird, musst du ganz tüchtig für mich mitfeiern.